Es gibt viele historische Gebäude in der charmant heruntergekommenen Altstadt von Rio de Janeiro. Von außen eher unscheinbar ist die historisch-königlich-portugiesische Bibliothek ein Juwel. Wir haben solche Bibliotheken eigentlich nur in Harry Potter-Filmen gesehen. Ja, es ist wie im Kino. Der mehrgeschossige Literaturtempel wurde 1837 gegründet, um portugiesischen Einwanderern zu Wissen und Ausbildung zu verhelfen. Ich bin sehr stolz auf diese Bibliothek. Sie ist eine der schönsten der Welt. Es ist die Alma Mater der Portugiesen in Brasilien. Das Lesekabinett ist wie eine portugiesische Universität. Leseratten kommen immer weniger, dafür aber Touristen, für die die 350.000 Bücher nun zur traumhaft schönen Kulisse geworden sind.